Hallo Leute, wie angekündigt, nur mit einer kleinen Verzögerung. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sauer. Hier ein kleines Tutorial-Video für ein Mount. Es ist ein Flug- und Reittier. Und das Mount bekommt ihr durch Dailies im Hial. So, der liebe Impossible von der Gilde Celesta Down von Egwin unterstützt mich hier ein bisschen. Also zeigt jetzt hier mal eben das Mount für euch. Unter anderem könnt ihr, wenn ihr die Dailies macht, auch noch folgendes Item bekommen, mit dem ihr euch verwandeln könnt. Werdet ihr hier zu einem, naja, verbrannten Nachtelf, kann man sagen, mit coolen Schulterstücken. Und damit könnt ihr auch ganz normal kämpfen. Hier zeige ich mal an dem Beispiel der Ratte. Funktioniert alles tipptopp. Ja. Wie gesagt, kriegt ihr das Mount im Hial durch Dailies. Diese Dailies bekommt ihr hier beim Heiligtum von Malorne. Dafür müsst ihr allerdings in Hyal müsst ihr Quest abgeschlossen haben, um diese Dailies freizuschalten. Währenddessen könnt ihr auch noch den Erfolg Quest Cataclysm der Hyal ruft. Den macht ihr währenddessen auch noch. Also vervollständigt hier schon relativ viel. Und auch andere Quests bzw. Erfolge meinte ich, können gemacht werden, wie zum Beispiel im Hain von Ersina, da steht ein Trampolin und wenn ihr da oft genug drauf bleibt, dann könnt ihr da auch einen Erfolg für bekommen. Es gibt einmal die Dailies hier, außen, also noch nicht hier drinnen. Da müsst ihr dann zum Beispiel Monster töten oder lustige Quests mit Bären machen. Und dann gibt es noch die Quests hier drinnen. Wenn ihr dann diese Quest alle fertig gemacht habt, die sich alle hier rum beziehen, dann, also die ihr hier annehmt, dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr erstmal hier weitermacht an dem Tag, da, in die Richtung, in die ich jetzt geguckt habe, hier, oder ob ihr hier die Quest annehmt, um hier durchzulaufen. Dann gibt es noch da hinten Quest, die man allerdings freischalten muss, nochmal extra, indem man NPCs findet. Wenn man dann genug Quests macht, bekommt man pro Quest immer ein paar Abzeichen. Und zwar diese hier, Abzeichen des Weltenbaums. Dann gibt es Quests, die sind draußen, da muss man erstmal, ich glaube, 250 und dann 125 sammeln. Jetzt werde ich auch schon angegriffen. Und wenn man dann diese Quest geschafft hat und alle abgeschlossen hat, dann bekommt man nochmal einen Erfolg, und zwar den hier. Für den, als Belohnung, seht ihr schon, kriegt ihr dann den Hippogreif. So, hier, das sind dann jeweils, also größtenteils sind das die Quests, die ihr abschließen müsst, und dadurch bekommt ihr dann das Mount. Die Quests kann ich auch nochmal kurz zeigen, die müssten hier draußen sein, da drin sind auch welche. Die habe ich aber schon fertig gemacht. So, hier bei dem Pferd, hier stehen sie. Hier bei Matokla gibt es hier die Quest. Die habe ich jetzt noch nicht. Verstärkung. Da muss man 125 Abzeichen des Weltenbaums, also die, die man für die Dailies bekommt, machen. Und dann, wenn man die Quest abgeschlossen hat, hat man das halt hier im Erfolg freigeschaltet. Das war's eigentlich auch schon. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen, der eben mitgeholfen hat, am Anfang des Videos. Dann bedanke ich mich noch bei dem, der mir den Tipp gegeben hat. Und das war's dann eigentlich auch schon. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Fast hätte ich's vergessen. Ich bedanke mich auch noch bei dem, der die Musik gemacht hat. Der Link ist in der